Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hab den Volal verloren. So, wir sind jetzt wieder mal kurz vorm Blutmond. Morgen, ne? Morgen ist Blutmond, also Spielzeit morgen. Wie sieht denn das jetzt patronenmäßig bei dir aus? Ja, ich bin noch am Vorbereiten, ne? Infiziert bin ich übrigens auch. Schon wieder? Immer noch? Okay. Soll ich oben auch ein bisschen Patronenhülsen machen? Hier ist halt nicht so wild, ne? Warte mal, ich will hier nochmal eine. Können wir eigentlich... Kann man die auch oben platzieren? Also so freischwebend? Na, es liegt an den Geschossspitzen jetzt. Geschossspitzen. Ja. Können wir auch herstellen, ne? Ja, aber wenn wir kein Blei haben, können wir die nicht herstellen. Es liegt also am Blei. So. Blei. Haben wir denn irgendwo noch Blei rumfliegen? Ne, nur Eisen, ne? Kein Blei. Habe ich oben noch Blei? Ich check mal eben die Lage, wa? Hier ist gar kein Blei. Ne, das habe ich aufgebraucht gehabt. Das war aber nicht viel. Ich hätte gedacht, wir haben noch gut Blei. Nee. Ich habe Blei jetzt auch nicht so die oberste Prio gegeben, wenn ich das gesammelt habe. Warte mal, wir wollen jetzt einmal kurz eine Kiste, Truhe, beschreibbare Aufbewahrungskiste. Ah, ich kann ja nur zwei machen. Tja, wenn wir die nämlich hier oben drüber... Und dann haben wir ja noch die hier, ne? Gleich noch den Rest Sachen hier aussortieren. Zum Händler wollte ich ja auch noch. Geht das? Oh. Cool. Hängt da ein bisschen Kacke, aber... machen wir hier mal... Oder machen wir anders, machen wir anders, machen wir anders. Metalle. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Heavy Metal. So, jetzt können wir da noch für eine Kiste. Was haben wir denn hier noch so drin? Metall, Metall, Metall würde ich das einordnen. Und hier haben wir nochmal... Erze. Erze. Was? Erze? Erze? Ärzte? Ja. Die Erze. Erze. Cool, dann können wir da nämlich... Habe ich die jetzt auch wieder zu? Aufschließen. Können wir da nämlich ein bisschen einsortieren, kriegen wir unten in den Kisten auch mal ein bisschen Ordnung und Platz rein. Heavy Metal. Wow. So, ja gut, die Jetons vielleicht nicht. Die können wir zum Dealer reinnehmen. Naja. Das könnte eigentlich noch zum Händler. Achso, ich wäre eh zum Händler. Ah, ich lasse und die du Jetons hast sie immer machen. Eingeschmolzen, ey. Was? Nein, dafür gibt es keine Beweise. Hast du mir selber mal erzählt, ey. Was? Nein. Ich habe hier noch 38 leere Dosen. Die können wir einschmelzen. Sicher? Jo, das ist Blei. Da haben wir nichts Geiles drin. Hier habe ich schon geguckt.
Wow. Also was, was Eisen angeht, ist ja sehr mickrig, ne, bei uns. Wow. Wow. Eisen, mickrig? Ja, so, mit generell Metalle, Messing, Blei, Eisen. Doch Eisen eingeschmolzen, ja. So. Boah, wird zu hoch hier, ey. So. Ach, ich bin so dumm. Wissen wir. Falsche Kiste. Bin hier Kiste. Ja, ich bin hier fleißig am Beschriften, ne? Beschriften, ne? Und dann fällt mir auf, ich habe die falsche Kiste genommen. Komfort? Na, so bequem war das eigentlich gar nicht. dann können wir hier, da ist voll. Hier hätten wir Platz und da haben wir auch Platz. Hey, warte mal. Hä? Ja? Wie ich jetzt ein bisschen blät? Ich weiß, ich sollte dazu nichts sagen. Die müsste ich mal reparieren. Wie kann ich die heile machen? Oh, das ist ja praktisch. Ja. So. Hm, das dauert eine Weile. Kann ich ja hier Nadel und Faden, das kann ich ja eigentlich bei den Klamotten mit reinschubsen, ne? Oder auch nicht. Schick. Habe ich das jetzt direkt wieder angezogen? Warte mal. Schau mal einer an. Oh, wieso habe ich hier eigentlich 6 Slots? Kann aber nur 3 Sachen reinschmeißen. Hier. Ach, oh. Geil. Ich dachte, das wäre das hier gewesen. Das war das ja gar nicht. Das können wir verkaufen. Ach, den Motor wollte ich noch. Warte mal. So. Geht nicht. Ich habe noch 12 Kohle. So, mal ein bisschen Kohle machen, wa? Wenn ich jetzt eh zum Händler gehe. Ah, ja, ja. Jetzt weiß ich, warum ich so viel hatte. Jetzt weiß ich das, ey. Jasmin, ich bin mit der Gesamtsituation überfordert. Ja, ich weiß. Was wollte ich denn jetzt machen? Also, ich wollte zum Händler, ja, aber was wollte ich noch machen? Ach so, meine 38 Kohle in die Chemiestation stecken. Investition ist alles. So, und jetzt möchte ich nämlich daraus ein bisschen Schisspulver machen. Da fehlt mir Nitrat. Wo haben wir Nitrat? Ich weiß nicht, ob wir noch welches haben. Wenn du da keins mehr hast, haben wir keins mehr. Wir haben kein Nitrat mehr? Nee. Wow. Ich hab davon Munition gemacht. Hatten wir nicht Tausende von Nitraten? Ja, da brauchst du aber so und so viel für so ein Schießpulver hier. Kein Problem. So, ich zieh dann erstmal von dann, ne? Ich geh nochmal Trader Joe besuchen, bevor hier die Hütte brennt. Gebe ich hier meine Mission ab. Hoffe auf einen paar Punkteplan. Damit ich muss mal kurz wen zudecken gehen. Ja. Vielleicht schaffen wir noch mit Graben vielleicht. Wie können wir denn XP schnell fahren?
Zombies klatschen, das dauert zu lange. Ein bisschen abbauen, bauen, verstärken. Das ist sehr zeitintensiv, ne? Oh, scheiße, ich habe voll wenig Sprit drin. Da muss ich mir mal ein bisschen Benzin besorgen. Sicher ist sicher. Wir brauchen viel XP. Das sind zwei Stufen, glaube ich, noch gewesen, ne? Bis zum Ingenieur. Der musste schmelzige hergestellt werden. Ja. Rückenkobold. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts mehr mit den Klingenfallen. Dafür habe ich in letzter Zeit zu viele Tipps außer Acht gelassen. Blutsmörkel. Ja, kommt die Gier durch. Dann habe ich das ein bisschen verkackt in letzter Zeit hier. Mann, ey. Ah, Frau. Ah. Herrlich, dass du wieder da bist. Ah ja, wer weiß wie lange. Ich habe dich so vermisst, Jasmin. So vermisst. Mhm. Es war, als wärst du eine Minute weg gewesen. Mhm. War ich wahrscheinlich auch, ne? Nee, das war nur 59 Sekunden, aber es hat sich länger angefühlt. Wie 60. So, jetzt habe ich nochmal Reparaturkits gemacht, 25 Stück. Jasmin, was sitzt im Wald und ruft Aha? Oh Gott, ey. Keine Ahnung. Ein Uhu mit Sprachfehlern. Der kam gut. Ui, lustig. Ja. Ganz toll. Der war der Shit. Der wird dich den Rest des Abends noch wegfeiern lassen, du. Das wird dich in deinen Träumen begleiten. Oder auch nicht. Dieser Humor. Im Schlaf fängst du das Kichern an. Mhm. Und grunzen. Fang ich das, ja? Ja. Definitiv. Definitiv, sagt er. Ich wollte gerade sagen, wie lange hatten wir zu? Die Türen waren zu. Oh, siehst du, eigentlich wollte ich ja auch mal dahin. Zu dem. Zu Joe? Naja, aber ich mache hier. Grad. Und so. Ich könnte jetzt eine strukturelle Klammermod nehmen. Oder 10 Molotow-Cocktails. Hm. So. Dann zeig mir doch mal, darf ich dein Inventar sehen? Wir brauchen Nitrat. Erstmal verkaufe ich hier. So, ich muss gleich erstmal los hier. Weg. Kann ich eigentlich prinzipiell hier. Oh Gott, ich habe den mitgenommen. Kann ich hier nicht irgendwie handeln und sagen, ich will dafür mehr haben? 13 Dollar nur? So ein Hinterwäldler. Wir sind alles, was er hat an Kundschaft. Jetzt hat der gute Herr kein Interesse. Du kriegst die Tür nicht so. Ein Handwickel. Davon habe ich gerade zwei gekauft. Die werde ich dann der hat kein Interesse. Der kauft scheinbar nicht alles. Der will mein Handwickel nicht mehr kaufen und sagt, ich habe kein Interesse an diesem Gegenstand. Hm. Vielleicht liegt es auch an dir, weil du es bist. Thank you, Survivor. Check back soon. I get new merchandise. Haben wir darüber nachgedacht? Ich habe jetzt seine Hütte in Brand gesteckt. Wenn der stirbt, ist der denn für immer weg? Oh, scheiße. Ich hoffe, das Feuer geht gleich aus. Hä, du kannst den doch gar nicht anzünden. Der hat doch so ein Schutzdings. Doch, der hat gebrannt. Er und seine Bude. Aber dann habe ich kurz... Also erst habe ich gedacht, das ist es. Den habe ich jetzt gezeigt, wer der neue Sheriff in der Stadt ist. Oh, ich habe noch Sachen zu verkaufen. Das mit dem Feuer tut mir leid. Hast du vielleicht Interesse, meine Kapuzen zu kaufen? Geil. Oh oh. Hat er genommen. Oh oh, wo ist er denn? Handwickel will er trotzdem nicht. Muss mal eben nach oben. Haben wir hier irgendwelche Blitzquests? Wo ist er? Hä?
Ja, beseitige Zombies. Juhu. Kein Problem, Trader Joe. Wir sind nur Best Buddies hier. Ich hab doch hier gerade einen gehört. Ach, moin. Moin. Oh, oh. Nein! Was? Die Schreierin ist hat da und hat geschrien. Nee, ist nicht dein Ernst. Die ist nicht hat da und hat geschrien. Doch, und jetzt kommen die schon wieder hinten durch. Jasmin, nö, warum bitte gehen die denn immer hinten lang? Kannst du nicht einmal ein bisschen auf unsere Basis aufpassen? Mache ich deswegen. Ich bitte dich, Jasmin. Schieß dich Big Mama gerade ab. Bitte. Und was brauche ich denn für Pfeile für die... Ach, diese Dinger. Ja, geil. Und jetzt habe ich keinen Bogen hier. Ja, geil. Überraschungsangriff. Ich bin ein Ninja. Geh ich erstmal gucken hier wegen Loot und dann komme ich nochmal und mach die Spür, ne? So, alles wieder unberührt hier. Ja, Knochen. Blei. Hey, Blei hast warum du gesagt. Kommen die nicht her? Wer? Die Schreierin? Die machen wieder alles kaputt da unten, ey. Da war ich wieder in meiner eigenen Welt. Ihr Traumzerstörer. Die laufen in die Dinger rein. In die, Spikes. Fallen. Blei, 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 Blei. Ich repariere die erst nachher, kurz vorm Blutmond nochmal. Da habe ich ein bisschen... Ja. Ne? Toll. Habe ich ja nicht viel zu tun gehabt. Ach, ich brauche da diese Steinpfeile oder was? Diese Steinspitzen. Das wusste ich nicht. Ich wollte gerade losgehen eigentlich. Wohin? Zum Händler? Nee, mal ein bisschen gucken. Gucken, ob keiner guckt. Ja, aber ich bin infiziert, ich habe Hohldampf. Ich habe schon gedacht, dass du denkst, dass ich gedacht hätte, du würdest denken, dass ich denke, wir verkacken den Blutmond. Da habe ich wohl falsch gedacht. Deine Zuversicht in Jochens Ohren. Geil, 30 Leben, Jasmin. Wir werden das Leben der Superreichen führen. Das kam jetzt überraschend. Sehr athletisch. Das gibt eine 8 von 10. Oh. So brutal. Ich bin Killer. Killer. Ein Kilo. Ich bin ein Kilo. So, was haben wir denn hier noch Feines? Das Feuerchen nehmen wir noch mit. So, bisschen Kohle, bisschen Kaffee. Ja, warum nicht? Immer her damit. Knochen. Futter. Jasmin, mir geht's hier beim Looten gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe auch ein bisschen Blei schon für dich. Ja? Ja, 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 ja. Das ist nice, nice. Hm. Aber ich gib's dir nicht. Toll. Voll nett. Ja, so bin ich. Zumindest habe ich dir davon erzählt. Hm, ja. Holzstuhl. So. Oh, die sind auch noch alle unberührt. Shamway. Shamway. Shamway Sandwich. Hm, ob der Händler mein Handwickel kauft, wenn ich die nächste Quest zurückgebe? Oh nein, meine Schwachstelle! Er wackelt mit dem Kopf. Puh, ein Glück, jetzt nicht mehr. So, was haben wir denn hier noch schön? Schau mal einer an, zwei Kleber. Hackt aber hier heute bei mir ein bisschen. Ödlandschätze, habe ich sogar schon gelernt. Nett, nett. Aber nicht die Rezepte, die ich gerne hätte.
Aber vielleicht nach dem Reinigen. War hier nicht noch was auf dem Dach, Jasmin? Ich weiß nicht. War hier nicht noch was auf dem Dach? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nö. Diese scheint leider nicht der Fall gewesen zu sein. Gottesinn. Bitte versuchen Sie später noch einmal. Ein Abfallhaufen? Da waren zwei Kleber drin, Jasmin. Oh. Weißt du, was ich damit mache? Ich klebe mich damit an unsere Basis und protestiere dagegen, gefressen zu werden. Jo. Das ist ein guter Plan, oder? Andere Sorgen hier, ey. So, dann können wir einmal das Motorrad vollstopfen. Ich hab gar nicht zugehört, was du überhaupt von mir wolltest. Oh, shit. Wolltest du was Wichtiges? Nö. Na, dann ist ja gut. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Motorrad zu Hause gar nicht leergeräumt. Jo, schön. Kann man mal machen, ne? Ja, oh. Geil. Na gut. Kann man mal tun. So, ich säuber jetzt mal das Gebiet, ja. Gib mir eine Müllzange. Oh, hier sind ja auch wieder Säcke. Geh hier volles mit rein. Ich bin ein Tier. Ich werde den erstmal allen den Latz verhauen. Das hat er überlebt. Na los! Stirb doch. Oh geil, hier war ja noch so richtig geiler Loot, ne? Ja, Armbrustpfeile, das war mega geil. Was haben wir hier noch? Poppenpilz. Wessen Gas? Autoteilekiste. Geil. So, richtig Loot machen wir später. Wir gehen jetzt erst noch einmal ins Sneak-Gebiet durch. Und werden jetzt alle Zombies erschießen. Ausnahmslos. Nur mit Pfeil und Bogen. Hab ich mich erschrocken. Das sieht ja brutal aus. Nicht schlecht. Ausnahmslos. Geil. Ah. Wieder geflippt ist. So, ich gehe mal davon aus, das war schon, oder? Fertig! Das Gebiet wurde ausnahmslos gesäubert. Keine weitere Bedrohung vorhanden. Bücherregal. Zwei Blatt Papier. Oh, wie beim letzten Mal. Ein Stufe 2 Holzbogen. Ich habe einen Stufe 6 Holzbogen, aber der ist anders. So. Aha. Es soll wohl nicht gewesen sein. Müssen wir die in Anna mal holen.
Hallo? Ist da wer? Ich glaube, ich muss einmal kurz ins zum Motorrad. Ist doch jemand auf der Veranda, oder? Ja, ich muss einmal Platz machen. Ausnahmslos. Jetzt ist sie schwanger. Der ging voll in den Po. Die Impfung macht dann bitte 5,60 Euro. Ist zwar günstig, das Impfmittel, aber ich bin auch kein Arzt. So, aufbewahren. Was können wir denn hier noch aussortieren? Das ist ja nicht besonders viel, ne? Na gut, müssen wir nochmal rein. Ein bisschen Karempel mitnehmen. Soweit die Taschen tragen, ne? So, das passt. Jetzt haben wir die beiden auch drin. Noch ein bisschen Futter. Ich hatte doch ein Sam. Ah, ja, ja, ist ein Motorrad. Jetzt kann ich die ganzen Dosen nicht mitnehmen, ne? Lecker. Oh, ein Yuca-Saft. Lecker. Dose. Lehm kann ich auch nie mitnehmen. Vielleicht ein bisschen Kohle. Kohle geht immer. So. Geht immer noch nicht. Geht auch nicht. Können wir essen? So, jetzt fehlt noch der Keller, ne? Da, da, da. Weil ich die gern mitnehmen würde. Mechanische Teile. Das Elixier des Lebens. Wieso geht denn jetzt kein Eisen? Oh, komm schon, Freunde. Lalalala. Ich kann auch eine Drohne bauen mittlerweile, ne? Warte mal, da habe ich noch gar nicht geguckt, was die eigentlich kostet. Robotikdrohne. Robotikteile. Geschmiedeten Stahl. Kann ich nicht bauen? Habe ich noch nie gesehen? Hätte ich sogar da. Hm. Das ist ja jetzt ein bisschen ärgerlich. Da, 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 da. Baulermüll, wieder nicht fleißig. Verdammt. Es geht nicht. So, die Werkbank. Er sagte Werkbank abbauen, aber ich kann nicht. Ich bin voll. Nächstes Mal Werkbank. Wir sehen uns wieder. So, was können wir hier noch? Abhauen, ne? Geil. Hat sich so oder so gelohnt.
Ich hab gedacht, ich lasse die liegen, ne? Nee. Ich müsste alles davon mitnehmen können. Shit. Kann ich nicht. Können wir noch was stacken? Dup, dup, dup. Eisen. Ich habe das Eisen gesteckt. So, jetzt reicht's. Ich möchte mal was austauschen hier. Das kommt hier rein, das kommt da raus. Das kommt hier rein, das kommt da raus. Eisen kommt hier rein, der Knochen kommt darüber und das Benzin, das packen wir jetzt auch hier rein. So. Und dafür können wir noch entbehren. So. Jetzt kriege ich aber alles mit, oder? Touris! Kann ich das sehen? Nee. Schade, ist ein bisschen weit weg, ne? Oder wirkt das nur so? Ah, doch, ein bisschen weit ist weg. So, ab geht die wilde Lust ab zum Trailer. So, ich habe immer noch kein Level, ne? Habe ich ein Level? Ich habe kein Level. Das hier ist nicht das Level. Das nächste Level ist das Level. Gucken, was der Halsabschneider mir jetzt für meine ganzen Sachen gibt. Weiß nicht, vielleicht wenn man das repariert, kriegt man mehr Geld. Aber ich habe keine Lust, das alles heile zu machen. So, die Sachen, die ich verkaufen will. Eine Pistole. Also wir haben drüben... Oh, hi. Naja, ich muss mein Mikro hochmachen, weil hier steht noch jemand. Drüben, ne? Ja. Neben unserem Haus ist doch dieser Hafen. Da sind so viele Kisten gewesen, die wir nicht aufgemacht haben, wo richtig geile Sachen drin waren. Ah. Und die hast du jetzt alle mitgenommen? Na sicher. Ausnahmslos? Na sicher. Perfekt. Da wollte ich nämlich letztens schon hin und da hatte ich ja meine Sachen noch nicht. You've made my day. And here is your payment. Joe, kannst du mir das einmal abkaufen? Oder das hier? Ist noch eine Kiste. Thank you, Survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Und du musst mal manchmal gegen Sachen, also gegen Wände oder so hauen, die aussehen, als wenn die kurz vorm Kaputtgehen sind. Da sind manchmal Taschen hinter. Ja, ich weiß. Hinter Bildern so. Und so auch. Eine Tür. Doch, hab ich gelesen. Wie geht's nochmal runter? Lass mal hier gucken, ob hier alles IO ist. So, ich habe jetzt ein bisschen Messing quasi. Hat er. Jetzt kommt's. Hat er heute im Angebot einen Schmelz? Nein. Einen Bo. Nein. Wo bin ich denn jetzt hier, ey? Bauplan Amboss. Amboss? Was mache ich mit dem Amboss? Muss warten. Ich bin hier in irgendeinem Oh Gott. Blei auch nicht. Soll ich denn hier wieder wegkommen? Much obliged, Stranger. Bin hier in irgendeinem Dings. Wo denn? Weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich hier wieder rauskomme. Wir sind übrigens doch, wir sind Freunde.
Nee, wir sind keine Freunde. Aber ich ja. sehe, wo du bist. Ich mach das gleich, wenn ich Zeit habe. Jo, alles gut. Lass dir Zeit. Hast du mal ein bisschen Zeit? Das ist wie so ein Tunnel hier. Machst du das heute noch? Hab ich doch. Oh. Ich hab nichts gesagt. Das ist wie ein Tunnel hier, wo ich bin. Ja, da war ich denn aber, glaube ich, noch nicht. Nee, da waren wir auch noch nicht. Ein Tunnel? Warte mal, du bist am Hafen direkt, ne? Ja. Kannst du von da, wo du bist, Michael aussehen, dem Fischer? Dankeschön. Ich bin irgendwo unten hier. Ah. Kannst du da Kalle, dem Wurm, sehen? Hä? Ach da! Falls du nicht weißt, wie er aussieht, das ist der, der aussieht wie Kalle. Alter, wie viele kommen hier noch? Boah, ey, du hast einen Lauf, wa? Mach schön weiter so. Ich versuche das nächste Level zu erreichen. Ich habe schon einen Levelpunkt gekriegt. Ich nicht. Krass. Ich habe noch keinen Levelpunkt gekriegt. Alter, hier ist noch ein Rucksack. Ich bin 10 überladen. Ich bin 3 überladen. Aber ich bin komplett voll. Aber ich habe so eine richtig geile Taschenmod. Damit kann ich Sachen heben. Kann sein, dass du gleich Besuch kriegst, glaube ich. Wo? Hier Tür. Unten? Mhm. Das wäre ja unpraktisch. Ja, wie sollen wir weg? Kacke, wie soll ich denn hier wieder runterkommen? Wegkommen? Oh, wenn du Hilfe brauchst, musst du sagen, ich bin gleich um die Ecke. Ja, dann komm mal her hier, ich hab ne Basie, ey. Ja, ich muss nur schnell meine Sachen... Ah, verdammt, ich hab ein Buch nicht verkauft. Geschossspitze, Alter, ich bin so vollgeladen. Bring mal so ein Dietrich oder so mit. Hast du ein Safe? Nee, aber so eine verschlossene, verstärkte Truhe, oder muss ich die einschlagen? Nee, können wir auch mit Dietrich machen. Dieses Pulver, oh, ich bin voll, 14. Ja, ich komm gleich, ich komm gleich. Ich nehm dir ein bisschen was ab. Findest du das überhaupt? Klar. Ich hab das auch nur durch einen Zufall. Ah, hier, Kanalisation, oder wie das heißt. Kanalisation? Ja, ich bin da oben. Ich bin irgendwo oben lang und dann kommst du in so ein Turm und da gehst du ganz runter. Ein Tunnel, Turm, ganz runter. Ja, erstmal bist du ganz oben. Wir haben nicht genug Kisten. Und ich habe jetzt kein Blei eingeschmolzen bis jetzt, weil ich schnell versuche, meine Tasche ein bisschen leer zu kriegen. Alter, ich habe nur noch einen frei. Aber hier ist so viel gewesen jetzt. Halt mal. Und das. Ich mülle hier schon die Schmelzöfen zu, weil ich nicht weiß, wohin mit meinem ganzen Kram. Ich will auch nicht jetzt hier jede Kiste wieder durcheinander bringen. Ich habe ja auch noch Benzin, Jasmin. Aber ich tue dir einen Gefallen und komme jetzt rüber noch, bevor ich meinen Roller auslade. Ja, ja, ich weiß. Hoffe, du findest das. Merci, Jean. Ah, okay. Hier war auf jeden Fall sehr viel, was wir noch gar nicht gefunden hatten. Bist du unten am Steg reingegangen oder bist du aus dem Haus?
Ah, nee. Oh, ich weiß nicht mehr, welche, wo ich da genau gelangt gegangen bin. Na, da oben, wo auch die Metalldinger und so sind. Wo du auf diese Metalldinger raufspringen musst. Ah, ich weiß nicht. Ich kann dir das nicht erklären. Bin auch einfach nur gelaufen. Also im Haus? Ja, das ist erst im Haus oben. Und dann irgendwann führt er dich nach draußen, oben rüber und in diesen Turm. Ah ja. Ja, ich sehe deinen Fall schon. Okay, ich bin in einem Turm. Ja, den gehst du ganz runter. Geh ich ganz runter. Und dann musst du geduckt da durchgehen. Nee, warte, ich bin im falschen Turm. Ich wollte gerade sagen, hä, du bist nicht in dem. Okay, das kriegen wir doch hin. Also, wir gehen hier, vielleicht hier irgendwo. Nö. Oh, ich habe keine Dietriche mitgenommen, fällt mir gerade auf. Du bist da so toll. Danke. Ich höre dich, du baust was ab. Ja, Ventilatoren, da gibt's Motor. Die junge Dame, bitte. Kinder zusehen. Sie ihren Schlüpper vor mir entblößt. Hm. Du bist 7 Meter unter mir. Ich könnte mich runterbuddeln. Ja. Aber dann bist du... Wo könntest du denn lang sein? Ah, hier bei dem Fahrstuhl? Nee, du bist raus, hast du gesagt. Hier... Und dann runter, ne? Aber du musstest erst raus, richtig? Ich war draußen oben an so einem Geländer und dann bin ich durch so einen Turm. Da ist so eine Metallplatte drüber. Ah, ja, ich sehe. Die musst du aufmachen, das ist eine Tür. Ach geil, das ist... Ne, da hier war ich noch nicht, das ist mir nicht aufgefallen. Geil. Ja, jetzt kommst du runter. Ja, und jetzt musst du geduckt da durchgehen. Dann sehen wir uns gleich. Bis gleich hier. Cool. Hallo. Ja, hier ist alles voll gewesen. Ich habe schon sauber gemacht, ja. Ja. Muss hier mit herkommen? Hier war nämlich der Rucksack. Mhm. Den, aber da war, glaube ich, nur Glas drin. Ja, habe ich eingesteckt. Ja, ich habe nicht mehr Platz für sowas. Hier ist die. Verschlossen. Ach so, ja. Mhm. Ich habe die Dietriche vergessen. Sagtest du bereits. Ja. Ich habe einen Baseballschläger, ey. Wie viel Damage macht der an Zombies? Wo steht das? Welches Level hat Schaden? Der? 40,8. Ich glaube, den nehme ich mal. Mit Stufe 4, 40,8. Ja. Oh, der ist besser als mein Schlagstock. Siehste. Ich habe Nahkampfschaden 23, Schaden des kräftigen Angriffs, also den starken Schlag 37 und der ist Stufe 6. Ich habe Nahkampfschaden 23,4, Schaden des Kampfangriffs 40,8, Blockschaden 19,8, Ausdauerkosten 20,9, Angriffe Minute 52, maximal Haltbarkeit 380. Voll gut. Das ist sehr schön, Jesper. Ja, habe ich selber gefunden. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Wenn du was essen möchtest, ich habe was für dich. Ah, ja. Noch habe ich Essen. Was zwischen 2 und 3 Schläge, während ich einmache. Warte, ich lass das mal drin. Nimmst du das mal? Ja, gerne. Was ist denn da drin?
Also nicht so schlechte Sachen. Aber ich habe keinen Platz mehr. Was ein Plunder. Ich nehm's mit. Ja, und hier oben ist das Wasser. Die hier. Ja, die Kanalsituation, ne? Ah ja, da sind auch noch Müllsäcke hinten. Ich weiß nicht, was da drin ist. Verivox.de. Das ist deiner. Ist du hast einen Basie. So. Oh nein. Wo ist er denn? Du musst einen Sanitäter rufen, der ertrinkt doch. Wo denn? Der kann aber lange die Luft anhalten. Hier, geh mal zu den Müllsäcken, bitte. Ja. Und nimm das mal mit, bitte. Ja. Und hier auch. Ja, unbedingt. Ach, da unten ist er. Ja, was macht der da? Weiß ich nicht. Sonst ist hier nichts. Was machst du da? Kann man da drin stehen? Kann man da durchgehen? Die Fische haben seinen Kopf gegessen. Kann man da durchgehen, da hinten? Ich passiere durch. Nee, ne? Doch, aber du musst durchgehend nach oben schwimmen, weil du hast sonst keine Luft. Dann bist du draußen einfach nur. Das ist ja kacke. Komme ich hier auch wieder raus? Ich gehe da nicht rein. Ich ertrinke sonst. So, ich bin draußen. Hä? Und ich muss jetzt wieder komplett oben lang gehen. Ich bin jetzt am Bootsteg. Ja, ich komme oben lang. Oder es gibt vielleicht hier noch irgendwo was. Ja, hier unten. Du bist jetzt hier überall schon gewesen, wa? Ja. Ich habe mein Bestes versucht. Warst du auf dem Booten auch schon? Gestern, letztes Mal. Oh, Jasmin, du altes Tier, ey. Bist ja ein Lootwolf. Jo, ich dachte, ist in der Nähe, ich brauche nicht so weit laufen und ich sterbe vielleicht nicht so schnell. Man hätte das mit dem Turm sehen können, hier kann man die Leiter sehen. Ja. Ist ja geil. Das ist ja mal eine nette Überraschung. Guck mal an, direkt in der Nachbarschaft und weiß trotzdem nicht Bescheid, ne? Ja. Sagt aber auch keiner was, ne? Von den Nachbarn. Nee. Ich mache hier mal einen Durchgang, dass wir hier besser durchkommen. Wo jetzt? Oben, ich nehme den Kühlschrank im Flur weg. Hätte irgendeiner versucht, eine Küche aufzubauen oder so, das sieht voll doof aus. Hm. Gefällt mir gar nicht. Sicher wieder hier lang gehen. Du hast eine Waffenkiste übersehen. Wo bist du denn? Ja. Oben. Ja, kann passieren. Dafür habe ich die ganzen anderen gesehen, gefunden. Die geilen Sachen, meinst du? Jo. Ich auch. So, hier oben bin ich. Wo bist warte, du? Warte. Ja, ich bin hier. Hier bin ich reingegangen. Ne, ich musste ja den gleichen Weg nehmen, zwangsweise. Zwanghaft. Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen, Jasmin. Ich musste denselben Weg gehen wie du. Ja, da war ja auch noch eine Kiste. Die hatte ich ja auch schon genommen. Ja, hier warst du auch schon überall. Aber den Computer hast du nicht stehen lassen. Soll ich dann... Ja, ich wollte erst mal gucken, wo ob hier noch überall die ganzen Kisten sind. Hier eine Tasche. Ach, Verband und Gammelfleisch. Ein leerer Mülleimer. Dann lieber das Verband rein. So, jetzt bin ich voll. Voll besoffen. Muss ich erstmal nach Hause mich ausleeren. Entleeren. Ja. Kacken gehen. Kacken machen. Irgendwo ist sie. Wer? Ich höre sie die ganze Zeit. Ob unten, ob sie unten läuft oder oben. Du hast einen Schrank übersehen, da war ein leeres Glas drin. Jasmin. Ja, das habe ich mit Absicht nicht mitgenommen. Jasmin.
Weil ich schon voll war. Ja, ich vergib dir das eine Mal, aber das nächste Mal platzierst du eine Kiste. Ja. Komm ich hier nicht runter. Ich muss da auch mal dran denken, ja? Ja. Haben wir jetzt eigentlich hier Basis? Ist noch, hier ist noch Öl und noch was anderes. Wo? Ich kann das aber nicht mehr nehmen. Warte mal, ich komme mal eben die Treppe hochpuppeln, oder muss ich mal immer nach dem Rechten gucken da. Was denn für ein Öl? Ist das Motorenöl oder ist hier das hier? Hier oben. Ja, wo denn? Die große. Ah ja, in der Arbeiterkiste. Geil. BD40, beste. Ich bin mega langsam. Hast du einen Stromschlag gekriegt? Ey, was auch immer du tust, ne? Bau nicht den Automaten ab. Da ist noch der Stecker drinne. Das ist ja gemeingefährlich. Ey. Ein bisschen Abstand nehmen. Großen Sicherheitsbogen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Wie viele Minuten? Zu wenig. 51. Zu wenig? Mein Werkzeug ist kaputt, Jasmin. Ja, also ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Mhm. Und leer meinen Tisch aus. Mhm. Dann könnte ich mein Moped mal ausräumen, wa? Übrigens habe ich vorhin einen mit meiner Schaufel geköpft. Einmal zugestochen, gleich tot gewesen. Hast du ihn angebaggert? Mhm. Aber voll cool da oben, das sieht man gar nicht so. Nö, ich hab's ja auch nicht gesehen. Oder nicht gerafft. Ja, das zweite. Nicht gesehen, meinst du, ne? Das wäre das erste gewesen. Hä? Da fliegt mir schon wieder der Hubschrauber so, ey. 0, 8. Du. Das sieht schon richtig geil aus mit dem Beton, oder? Schon so richtig stabil. Also es wird langsam. Ja. Jetzt muss das nur noch schöner gemacht werden. Ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Es hat nicht alles in meine Tasche gepasst. Ich muss gleich mal gucken. So, Dosenfraß. Wieso fliegt denn jetzt schon wieder so viel der Hubschrauber heute? Die suchen jemanden. Wen denn? Ich weiß nicht, irgendeinen Kriminellen. Echt? Ja. Woher weißt du das? Meinst du im Real Life? Ja. Achso, ne, hab ich nicht gehört. Hier fliegt die ganze Zeit ein Hubschrauber. Ja, höre ich nicht. Nee? Nö. Ich dachte, du meinst das Flugzeug hier. Nee, hier ist die ganze Zeit ein Hubschrauber am Fliegen. Nee, mit Hubschraubern habe ich nichts am Hut. So, ich habe jetzt ganz viele Motoren gesammelt. Du. Nee, warte mal. In welchen Ofen haben wir denn bisher das meiste Blei drin? Gar nichts. 54. Und was hat der unten noch? Ich habe gut. 40. Einiges gefunden hier. Ich habe kein Holz. Kleinen Moment. Mhm. Jetzt warte doch mal, Jasmin. Warte doch. Ein kleinen Moment Geduld, bitte. Jetzt schrei mich doch nicht gleich an. So. Das hätte ich geschafft. Wo ist denn das ganze Eisen? Ist das weg? Das ist jetzt oben in der Kiste über den Schmelzöfen. Das wäre ja, für diese Macheten-Teile-Dinger da bräuchten wir auch irgendwie mal bald eine neue Kiste, ne? Macheten-Teile-Dinger, ja. Naja, für diese... Achso, für die ganzen Bauteile, ne? Mhm. Ja.
habe ich denn noch? Saatgut. Saatgut habe ich auch noch. Munition. Shamway. Shamway Dosenfraß. Da. Strahlenmod haben wir auch noch. Messing. Halbautomatikmod. So, Heavy Metal und die Erze haben wir jetzt hier oben. Ja, geht das nicht. Dann haben wir noch Engine. Ach, hab ich schon. Was haben wir denn hier? Also wir brauchen definitiv nochmal so eine Plunderkiste für den Händler. Wir hätten das Geländer so dämlich platziert. Kriege ich ja meine Kiste gar nicht in die Ecke. Sei doch nicht so, Jasmin. Muss ich das hier erstmal ein paar... Hä? Hä? Wo ist denn das jetzt? Habe ich das jetzt weggeschmissen? Nee. So, Kopi Schappe, ne? Hm? Okay, verstehe ich nicht, ist weg, hä? Achso, weiß ich, ist mir jetzt auch wurscht. Ey, hier ist nirgendwo mehr Platz, wo ich das reinpacken kann, ey. Es geht gar nicht. Wo bin ich jetzt? Ach, da. Ja, das will ich doch gar nicht haben. Hat denn ein bisschen Vorsprung, ne? Oh Gott, oh Gott. Ist denn halt stark nach hinten versetzt. Naja, wir nähern uns dem Blutmond. Wir müssen noch ein bisschen aufarbeiten hier. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Die Folgen sind zurzeit ein bisschen länger, weil wir ein bisschen in Vorproduktion gegangen sind, weil ich Urlaub habe und wir dadurch ein bisschen Zeit hatten, ausnahmsweise. So, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also, falls ich jetzt irgendwelche Sachen nicht sofort an Verbesserungsvorschlägen umsetzen würde, könnte es einerseits daran liegen, dass ich dumm bin und es wahrscheinlich wieder vergessen, und es vergessen habe, oder dass wir schon im Vorlauf sind. Das pendelt sich aber wieder ein. Also, schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.